Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3 Koop. Wieder dabei. Das ist prima. Heute ist ja Karneval. Ja, hier auch. Ja, hier ist immer Karneval. Hier rennen noch irgendwelche Leute rum, haben sich verkleidet und wir machen sie mal einen Kopf kürzer. Genau. In der echten Welt sollte das vielleicht auch mal ab und zu jemand passieren. Tun. Ja. Okay, ich hoffe mal, jetzt kommt nicht wieder dieser Aufnahmeabbruch. Ja, ich hoffe auch. Ja, vielleicht hat mich gerade irgendwie einer angeschrieben oder so bei Steam oder so. Wie in Ägypten, die haben auch mal so Decken vor der Tür hängen. Die haben nur Menschen vor der Tür hängen. Okay, ich glaube, da kommt irgendwas. Oh Gott! Der Headcrab oder was? Ach du Scheiße. Der hat einen neuen Kopf. Der schießt jetzt! Der schießt! Der schießt! Alter! Dieser Mensch! Okay. Die Scheißviecher, das sind riesige Multifunktionsviecher. Das sind Köpfe mit Tentakeln. Alter, das ist eine unentdeckte Spezies von Octopus. Das sind Headcrabs hier von Half-Life 2 geklaut. Nur, dass das ein menschlicher Kopf ist mit Tentakeln. Und du den an die Wand genagelt hast, ey. Ist da draußen noch irgendwas hier? Wir lieber mal gucken, oder? Ach, egal. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was ist das? Ist das? Das sieht mal aus wie ein Drache oder sowas, oder? Keine Ahnung. Täusche ich mich da? Ich habe keinen Bock darauf. Wir sind hier bei Wünsch dir was. Das ist ein Drache. Okay. Oh, lass die mal gehen. Was ist das? Ich wusste doch, der Granatenwerfer bringt was. Diese Headcrabs. Ich glaube, da ist der Flammenwerfer gut. Sieh doch mal aus. Okay, renn, mein Freund, renn. Wie will der nicht rennen? Wie wird man meinen Bolzen Schuss gerät? Okay, ich glaube, hier rennt noch. Ne, doch nicht. Das war nur ein Stück. Haben wir was? Au, oh, wieder unser schönes Spielchen. Ja, warte, kommen wir hier hoch lang? Ja, klar. Das ist wieder so eine Extra-Tür, denke ich nee, mal. Nee, ist verriert. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall die Tür hacken und dann durch die Tür und dann kommen wir in die Tür. Jo. So, okay. Sieht das aus. Was ist hier? Ich bin dran. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Vorführungseffekt. Hier ist gerade noch so ein schöner. Achso, ein Gegner? Oh, ein kleiner. Okay. So, und los geht's mit einer neuen Runde. Let's Play Monopoly. Ich bin Erster. Okay. Okay. Okay, und jetzt? Zack. Okay, das war einfach. Also ich hatte bis jetzt noch kein schweres Rätsel. Mit den Kisten, das habe ich nicht wirklich verstanden. Den Kisten drehen. Ist ja egal, das habe ich ja da gemacht dafür. Ja. Das Lager sollte direkt vor uns sein. Der eine ist immer der mit der Feuerkraft, der eine der mit dem Kopf. Ja. Okay, was ist denn hier Schönes? Das sieht aus wie so eine Raketenabschussbahn oder so. Eine Abschussraketenbahn. Guck mal, da haben wir erstmal einen Generator, das ist doch schon mal was fein. Das war wichtig. Und wir haben hier noch was. Ein Telemetriebolzen. Neue Bolzen, Elektrobolzen. Das ist wieder das Neues für mich. Hey, helfen Sie mir, die Sicherheitstore runterzufahren. Ich geh erstmal ans Ding. Sicherheitstore? Ran, ich auch. Runter? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Zwei Sucherbots wieder da.
irgendwie... Naja, okay. So, jetzt habe ich ein Bolzenschussgerät mit Raketenwerfer noch dabei. Kann man immer mal gebrauchen. Aber der Generator geht mir auf den Senkel. Lass mal weiter. Der macht so eklige Geräusche. Los. Was zum Teufel ist das? Guck dir das Teil mal bitte hier an. Was ist das? Jo. Bin natürlich von der Bank weg. Ah, bist fertig? Ja, ich hab mir jetzt auch so ein Bolzen-Ding gebaut, glaube ich. Ah, okay, cool. Erstmal den Willi hier losschicken. Ja, Willi und Erma. Klaus auch. Guck dir jetzt mal das komische Teil hier an. Okay. Okay, ich glaube, ich hab's schon. Mach du die andere Seite runter. Ich glaube, hier kommt ein Boss. Ich glaube auch. Hey, Zurück! Gehen Sie ihm aus dem Weg! Ein Scheiß! Wow! Jetzt, Sie sind der Raketenwissenschaftler! Sagen Sie es mir! Hey, Schiffe sind mein Gebiet, nicht Riesenbohrer! Suchen Sie nach einer Überbrückung! Weiß ich auch, warum was zum Henker ist das? Wollen wir alle ans Leder, ich muss mich heilen. Ich muss mir erstmal eine Heilung. Okay, wie lange müssen wir das wohl jetzt aushalten? Ich muss mir eine Heilung. Was? Ich muss mir eine Heilung geben, hab ich gesagt. Ach so, ja, warte, wie geht das? Nein, ich hab mich doch schon geheilt. Ich muss mich heilen. Ach so. Oh. Ging jetzt so laut. Ah. Das ist der coole Kopf bewahren. Sie wird irgendwo gegen schießen oder was? Ich weiß es nicht. Oh fuck. Irgendwas passiert jetzt, glaube ich. Ich habe in die Mitte geschossen und diese komischen gelben Pakete, die da sind. 3, 2, 1. Bitte das Deck vollständig räumen. Okay. Scheiße. Fuck. Ich habe keine Stase mehr. Ja, wohin denn? Ja, weg von dem Ding da. Der Bockham war gerade über uns. Hätte ich den nicht gefreezed, hat der uns extrem gefickt.
2, ja. 1, bitte das Deck vollständig räumen. Ich kann das Deck schlecht räumen. Das Schlimme ist, ich habe keine Munition mehr. Scheiße, meine Munition ist verdammt knapp. Ich brauch starke. Okay. Ich glaube, wir haben's. Wow! Oh mein Gott. Fuck. Schwere Fehlfunktion registriert. Alles ist gegen Schaffe. Ja, Mann. Das A-Team war wieder da. Das war heftig. Jesus. Ich dachte echt, das war's jetzt. Ja. Scheiß auf den Planeten. Kommen Sie. Verschwinden Sie. Alter, meine Munition, die war okay, ganz schön knapp an manchen Stellen. Wir gehen jetzt zum Lager. Ist alles okay? Aber klar, abgesehen davon, dass dieser Planet mich permanent killen will und dein Lover mich hasst, weißt du, war das bisher ein traumhafter Urlaub. Ich hab mit einem MG geschossen, das ging eigentlich relativ gut. Keine Ahnung, warum. Wir machen das unter uns aus. Mit Pumpgun und Bolzen. Früher oder später gewinnt einer. Nee, das ist so, weiß ich nicht, wie viel das verbraucht. Hast du das Experiment gefunden? Ja. Und? Das ist auch noch nicht so wirklich verstanden mit dem Munitionverbrauch hier. Oh, gut. Bist denn du? Zurück zum Ding gegangen hier. Ach so. Okay, das war mal wieder ein anspruchsvoller Fight. Was kann ich denn Neues bauen? Waffen-Upgrades? Ich hatte. Naja, die waren nicht so toll, die neuen. Okay. Von hier aus können wir weiter. Geht sofort los. Der Gegner war mal lustig gewesen. Okay, wenn man das überhaupt als Gegner zählen kann. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Das sah wegen den Zwischensequenzen aus irgendwie wie ein Bosskampf. Aber das ist ein Bosskampf, ich weiß ja nicht. Kann man den Generator wieder anhalten? Nein, kann man nicht. Wozu willst du ihn anhalten? Weiß nicht, ich wollte mal gucken, ob das geht. Na klar, guck mal, ob du noch hier noch Munition alterst. Jo, hab ich. Ich hab mir gerade noch welche gebaut. Hast du welche gebaut? Ja. Du bist da einer. Baust dir Munition. Ja. So. Wir leben in einer brutalen Welt, da muss man sich auch mal Munition bauen. Oh, jetzt den Sucher losschicken. Ich hab jetzt einen Granatenwerfer. Ja, ich auch. Du hast einen Raketenwerfer. Nee, ist Granatenwerfer. Oder kann auch ein Raketenwerfer sein, ich weiß es nicht. Ja, nach einem Raketenwerfer aus, der meiner anders aussieht unten, oder? Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall mir demnächst, wenn ich genug Ressourcen habe, so ein Laserminen-Ding bauen. Kann ich den Haft-Laserminen heute gerade nachlesen? Geil. Da haben mir nur leider gerade die Ressourcen gefehlt. Ja, ein bisschen Farm. Um den zu erschaffen. Ja.
Los in den Lastenaufzug, in die stabilsten Geräte in Dead Space 3. Weiter geht's. Gleich kommt wieder unser Ice Spider-Man. Krakenviech. Und wahrscheinlich mit Country-Musik im Hintergrund. Ja. Ich hab auch voll Bock Country. Voll Bock auf ein paar Country-Potatoes. Yes, mit Kinder-Countries. So. Wolfram. Ein wenig Gel. Damit schadet kann ich nie, den kannst du die Haare Isaac, wollte ich gerade sagen, dann kann ich den guten Isaac mal eine schöne Frisur machen. Ist um zwei Küsten. Da kann er sich noch eine, da hat er vielleicht doch noch eine Chance bei Ellie. Kann er immer die Nille lecken, ne? Der andere, ja. Der andere Typ, der ist da schon totally pissed. Ich hoffe nicht. Okay. Heilige Scheiße. Isaac, da sind sie ja. Wir sind oben auf der Observationsplattform. Was zum Henker ist das? Schlechte Nachrichten. Das ist es. Wunderschön, okay. Nicht wahr? Die Forscher nannten es den Nexus. Sie glaubten, dass diese größeren Exemplare als Leiter des Markersignals fungierten und dieses an die kleineren Exemplare sendeten. Und das bringt uns inwiefern weiter? Ich glaube, dass sie die Maschine gefunden haben, indem sie den Signalabstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment, du Scheiße, das ist ein Viech. Sollen wir in das Ding reingehen? Ja. Sicher? Ist das nicht ja, eine guck doch mal. Wunderbare Chance. Das, was hier auf dem Schild das ist. Das Scheißvieh ist tiefgefroren. Wie sollen wir da reinkommen? Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Den Fall, ich versuche mal, sie zu aktivieren. Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Das hat aber irgendwas mit den Markern zu tun. Sei vorsichtig. Aber ich würde jetzt auch mal hier einen Break machen. Ja, ich habe ich mir auch schon gedacht, nach der Sequenz. Ja, okay, Freunde. Dann setzen wir hier mal einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's play Dead Space 3. Bis dann.